Oftmals wird unterschätzt, wie wichtig Stoßdämpfer für die Sicherheit im Fahrzeug sind. Denn nur funktionsfähige und intakte Stoßdämpfer gewährleisten den bestmöglichen Kontakt zur Fahrbahn. Im Hintergrund sehen wir zwei verschiedene Fahrzeuge. Das schwarze Fahrzeug mit defekten Stoßdämpfern und das silberne Fahrzeug mit funktionierenden Stoßdämpfern. Hier kann man sehr gut erkennen, welche Risiken mit defekten Stoßdämpfern bei verschiedenen Fahrsituationen entstehen können. Das Tückische ist, dass die Wirkung der Stoßdämpfer schleichend nachlässt. Das heißt, der Autofahrer gewöhnt sich an die verminderte Wirkung und in Extremsituationen, in denen dann der Stoßdämpfer gefordert ist, kann es dann zu Gefahrensituationen kommen. Schaut man sich den Bremsweg an, ist dieser bei defekten Stoßdämpfern deutlich länger. Ebenso hat das Auto eine schlechtere Bodenhaftung und es kann zum Aufschaukeln in Kurven kommen. Defekte Stoßdämpfer beeinträchtigen erheblich die Funktionsweise elektronischer Fahrwerkskomponenten wie ABS, ESP oder ASR. Als Autofahrer schaut man ja nicht täglich seine Stoßdämpfer an, aber man kann in verschiedenen Fahrsituationen erkennen, ob man defekte Stoßdämpfer hat. Beispielsweise an Lenkradflattern, beim Einigen der Vorderachse, beim Bremsen oder bei Überfahren von Bodenwellen, dass das Auto sich aufschaukelt. Wir sind nun hier in der Werkstatt. Wir haben hier ein Fahrzeug mit defekten Stoßdämpfern. Und hier sieht man jetzt offensichtlich, dass hier Öl rausläuft. Und das ist ein eindeutiges Zeichen für einen defekten Stoßdämpfer. Aber ein Stoßdämpfer kann auch defekt sein, ohne dass Öl austritt und dass man das von außen nicht sieht. Und deshalb sind Tests in Fachwerkstätten unerlässlich. In diesem Fall ist es zwingend notwendig, die Stoßdämpfer auszutauschen. Das muss immer achsweise durchgeführt werden. Und dabei sollte auch das Service-Kit gewechselt werden. Stoßdämpfer sollten erstmals nach 80.000 km geprüft werden, danach alle 20.000 km. Beim Austausch empfehlen wir Markenqualität von Sachs.